Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Castlevania, Lord of Shadow, Mirrors of Fate, Folge 15. Wasserspeier sprangen vor den Säulen und landeten mit neugierigem Blick direkt neben mir. Ich fing an, mich mit meiner Habseligkeit zu entledigen, in der Hoffnung, sie zu aufzulenken. Zuerst kauen sie vergnügt auf mein Schwert herum, dann auf meinen Stiefel, meinen Helm und schließlich an einen Dolch. Aber wirklich fasziniert waren sie vom Geschmack meines magischen Medaillons, das mir jetzt nicht mehr gehört. Thank you.
hatte, das kenne ich doch im Vorteil. Das war doch auch so eine Töpfe. Also so ein Ding abgebrochen ist. Ich hab gedacht, ich bin jetzt tot. Also wenn wir anscheinend. Also kann man den hier nicht besiegen. Später erst. Hier kommt es noch. Aufzuladen, lasse B dann los, um einen noch verheerenden Angriff auszuführen. Okay. Alucard hat übt einen seltsamen Einfluss auf die Fledermäuse der Burg aus, die ihnen dienen, wenn sie ihnen gerufen werden. Auf Anordnung ihres Meisters greifen sie ein Ziel an und verwirren es einen Moment, wenn es getroffen wurde, sodass die ihr Fürst die Überhand gewinnt.